In der Abgeschiedenheit der Insel Gotland in Schweden präsentiert Audi sein neues Showcar, den iTrail. Hier steht er und ich muss sagen, was ist denn da passiert bei Audi? Was haben die denn gemacht? Wie verrückt ist denn dieses Auto bitte? Ich würde meinen, das tut der Marke gut und hättet ihr es auf den ersten Anhieb mit abgeklebten Zeichen als Audi erkannt? Da erkennt man es natürlich, wir haben hier die vier Ringe. Hier drunter sehen wir ein Symbol, das ist so nah am A und hat so einen Pfeil. Das kennen wir schon von anderen Studien von Audi. Fing an mit Amy und wir hatten da Level 4 und Level 5 Autos und eher dynamisch orientierte Studien. Und der hier ist jetzt ganz spitz konzipiert als Studie hin zum, was haben wir hier überall, Gelände, richtig. Als erstes sticht natürlich absolut ins Auge das hier. Ja. 36 Zoll kann man ja mal machen. Und an einem jeden dieser vier Reifen hängt ein Elektromotor. Insgesamt sind es 1000 Newtonmeter. Schadet sicherlich nicht, so viel Kraft zu haben. Und so viel Drehmoment vielmehr. Und 425 PS sind es. Kommt auf der Straße damit 400 Kilometer weit. Im Gelände ungefähr 200, 250. Angelehnt an die Showcar-Geschwister. Hier diese Ausbuchtung an der Seite. Sehr viel Glaskörper. Und dann sehe ich einfach deutlich mehr. Ich bin ja in der Natur. Das ist auch das Konzept des iTrail Quattro. Ich fahre durch die Natur. Es ist ein Erlebnisauto. Übrigens dann aber nicht gedacht als Auto zum Kaufen, sondern eher on demand. Denn es ist eben äußerst zugespitzt. Und da muss man auch dann erstmal einen Käufer für finden. Seht euch mal diesen Schriftzug an. Habt ihr den schon mal gesehen? Nee, garantiert nicht. Dieses Audi hier, deutlich digitaler, der A-Strich fehlt. Haben sie einfach mal weggelassen. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Hier oben haben wir noch so einen Lastenkorb. Und der Lastenkorb ganz vorne, der hat noch was ganz Besonderes. Und zwar haben wir hier ein Tagfahrlicht. Okay, soweit normal. Aber da oben drin, das sind Drohnen. Warum jetzt Drohnen? Was hat das mit Licht zu tun? Wenn ich Licht brauche, setzen die Drohnen sich in Bewegung, fliegen voraus und schenken mir klare Sicht. Soweit die Drohnenidee. Finde ich ganz spannend. Hier vorne übrigens haben wir auch ziemlich viel Glas. Und was ist hier? Hier. Eine Haube, die ich öffnen kann. So. Und dann haben wir hier vorne noch so einen kleinen Kofferraum. Ja. Da haben wir eine Ablage und Spanngurte. Und dann könnte man hier noch was Flaches ablegen. Wenn wir jetzt hier vorne was reinlegen, ist natürlich die Sicht, die freie nach vorne und so ein bisschen auf die Räder, dann geblockt. Aber gut, ich hätte trotzdem noch die Möglichkeit, was zuzuladen. Das Erste, was mir hier ins Auge sticht, da muss ich drüber reden, sind diese Hängematten. Ja, auch da schön praktisch weitergedacht. Ach, ich brauche Platz, Hängematten raus, zack, alles rein, was ich brauche. Kommen wir zum Vordersitz. Ich setze mich mal rein, zack, so. Um das Auto zu benutzen, zack, stecke ich das Smartphone hier rein. Hier links wird mir das Fahrprofil angezeigt, hier rechts der Ladezustand der Batterie bzw. die Reichweite und in der Mitte halt dann eben jetzt zum Beispiel die Geschwindigkeitsanzeige. Level 4 beherrscht das Auto. Fährt teilautonom im Gelände, bist du dann letztendlich, wenn es richtig ins Offroad-Liege geht, selbst gefragt. Ich habe hier ein Touchfeld am Lenkrad für Fahr-Neutral-Modus und den Rückwärtsgang. Hier den Start-Button. Das ist ganz schön bei dem Auto gelöst. Du hast diesen Kontrast aus naturigen Stoffen. Das ist auch eben haptisch erlebbar. Und dann dieses viele Glas. Was wir schon aus dem e-tron Quattro kennen, sind die Seitenspiegel, die so keine sind. Wir haben außen Kameras angebracht. Und dementsprechend haben wir innen drin, rechts und links, die Bildschirme, die mir das Außenbild anzeigen. Mit Sicherheit praktisch sind solche Gadgets hier. Die sind schon an Bord. Wie zum Beispiel eine, na, was könnte es sein? Eine Taschenlampe. Und lässt sich verschieden einstellen. Auch hier
in Rot. Leise ist so ein Elektroauto, ja, da kann ich mich schön geschmeidig durchs Gelände bewegen. Aber nicht jedes Tier lässt uns so nah rankommen, obwohl wir so leise sind. Und da haben wir, aha, ein Fernglas verbaut. Der Feldstecher genutzt, alles klar. Je nachdem reicht uns aber hier die gute Übersicht mit dem vielen Glas. Apropos Glas, das ist glatt. Wir haben viele glatte Flächen. Sorgt für eine gewisse Akustik. Weil wir uns aber nicht selbst taub singen oder reden möchten, haben wir zum Beispiel hier solche Elemente aus geschreddertem Leder, gemixt mit Filz. Und das fängt den Schall, das fängt das Echo so ein bisschen auf. Ja, und ich muss sagen, ein sehr illustres Erlebnis, ja? Der iTrail Quattro. Wirklich, wenn ihr euch den mal anschauen wollt, dann müsst ihr jetzt nicht nach Gotland fliegen, ja, in Schweden, sondern ihr geht einfach auf die IAA, da steht der Showcar für euch bereit. Und jetzt kommentiert mal drunter, ja? Was haltet ihr von diesem Auto? Ist das euer Audi der Zukunft? Ist das eine coole Studie? Ist das totaler Firlefanz? Was meint ihr?